hast wieder eingeschaltet zu einem neuen Farmvlog von Land und Björn. Und worum es heute geht, ja, unschwer zu erkennen, es geht ums Düngen. Wir müssen jetzt noch die schönen Tage ausnutzen. Morgen, übermorgen soll es Regen geben. Das heißt, Dünger muss noch raus. Nachgesät habe ich schon, das habt ihr bereits gesehen. Was für einen Dünger brauchen wir? Wir brauchen hier Kornkali, Kalikorn, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie rum es heißt. Das ist 40er Kornkali, ich sag's jetzt so. Wir haben eine Bodenanalyse gemacht, da kam raus, Boden ist eigentlich perfekt hier. Wir müssen nicht kalken oder sonst irgendwie was anderes draufschmeißen. Kornkali reicht. Und ich würde sagen, wir schmeißen jetzt hier Dünger in den Streuer, stellen dann den Streuer noch mal ein bisschen ein und auf geht's. Der Düngerstreuer ist aufgefüllt. Hier sind jetzt 6 Säcke, a 25 Kilo, heißt 150 Kilo reingekommen. Das ist die Menge, die wir jetzt auch für einen Hektar brauchen. Als nächstes zeige ich euch die Einstellung hier am Streuer. Also ich habe keine originale Betriebsanleitung für das Teil, habe aber bei Amazon auf der Homepage gefunden, dass diese Duettstreuer hier, dieser ZA-Reihe, diese alten gleichen, dass das hier eigentlich so, also die haben die aufgekauft, das ist hier so ein Exportprodukt und so weiter. Es gibt hier baugleiche Streuer von Amazone. Daran habe ich mich jetzt orientiert, ist auch dieselbe Einstellung, die man hier vornehmen kann. Ja, ich schmeiß gerade den Truck an, fahre so ein bisschen hoch und dann gucken wir uns an, wie er eingestellt wird. Okay, also das hier ist dieser Einstellstift, den man hat. Das sind die A, B und C Reihen. Und wir fahren jetzt in B3. Also zufälligerweise steckt auch der Stift. Also A1, B1, C1, die oberen und dann drei runter. Genau, B3. Zeige ich auch gleich nochmal. Ihr kriegt jetzt eingeblendet die Streutabelle dazu, wie die Einstellung ist. Ich fahre jetzt gleich im zweiten Gang, also so knapp 10 km/h. Und ich glaube 7 oder 9 Meter ungefähr sollte er weit streuen, ist aber jetzt eher unerheblich, weil das ist hier jetzt nicht so ein großes Stück. Ne? Sehen wir gleich. Los geht's. Ganz vergessen hier, ich wollte schon loslegen, laut Anleitung 75 cm vom Boden weg, haben wir jetzt nicht ganz, wir haben 71. Ich gebe noch ein bisschen. Das schmeckt mir hier nicht ganz irgendwie mit der Gelenkwelle. So, das sind jetzt exakt 75 sogar. Probieren wir mal. Ich habe hier irgendwie, wenn das immer so steil ist, immer so meine Bedenken. So, und halt. So, totaler Fail. Ich musste mich erst noch die Schieber aufmachen, weil sonst kommt natürlich auch nichts. Ne? So, natürlich hier wieder vor lauter Aufregung, weil ihr alle am Zugucken seid. So, zweiter Gang. Auf geht's. Aha. Hinbekommen, den mal abzusägen dieses Jahr. Hier von dem Stück muss ich irgendwie nur gefühlt einmal hoch, einmal runter und dann ist es das auch schon gewesen.
das ging jetzt ratzifatzi. Ist ja auch kein ganzer Hektar hier, habt ihr ja jetzt gemerkt. Und ja, jetzt geht's auf zur nächsten Wiese. Also, kommt mit. So, und hier kommen wir jetzt auch schon zur Wiese 2. Ja, von den Werten her passt das alles. Alle Wiesen gleich gut, gleich schlecht. So, und Zapfel ist drin. Auf geht's. Ist natürlich eine angenehme Arbeitsbreite jetzt. Im Vergleich zu den anderen Maschinen, die ich habe, die hast du ja, ne, 2 Meter, da fährt man natürlich ein bisschen mehr auf dem Hektar, als jetzt hier mit so einem Düngerstreuer. Haben wir auch immer Wildschäden. Wegbleiben hier, will ja nicht diese schönen Brombeerhecken düngen. So, und dann fahren wir jetzt gleich noch eine Line. Hier ist auch so eine blöde Welle drin, ne? Ich hoffe, ihr seht das. Ja. Ist halt hier auch unangenehm zu mähen. Deswegen haben wir hier auch in der Regel unsere Pferde drauf. Gut. So, ich wuschel jetzt noch eben die Ecke hier, dann fahren wir auch schon weiter. Ich habe nämlich einen Riesenfehler gemacht, Leute. Ihr habt es wahrscheinlich eben gesehen in den Aufnahmen. Es war hier unterschiedlich drin. Ne? Die eine Seite war schon leer, die andere ist noch nicht. Obwohl alles gleichmäßig aufgefüllt war. Ich denke so, hä, wie kann das sein? Kommt mal näher ran. Ich hatte eben gesagt, wir müssen auf B3 einstellen. Was ist das hier? 1, 2, 3, 4. Schief reingesteckt. Mist gebaut. Deswegen ist auf einer Seite mehr rausgekommen. Ärgert mich maßlos, weil jetzt kommen wir nämlich nicht mehr mit der Düngermenge richtig hin. Gut, also wir haben jetzt keine Überdüngung oder so. Das passt alles. Ne? Ich habe ihn ein bisschen magerer eingestellt, als wir eigentlich könnten. Ist jetzt nicht so tragisch, aber trotzdem nervig, weil es anders für mich jetzt ausgerechnet war. Ja, ich korrigiere das jetzt eben und dann machen wir hier das nächste Stück. 1, 2, 3. Jetzt passt's auch.
Ja. Mehr geht leider nicht von der Drohne. Ja, liebe Leute, das war das Düngen erstmal für den Start der Saison. Ist jetzt eigentlich alles vorbereitet. Wir haben nachgesät, wir haben jetzt gedüngt. Weit abgeschleppt haben wir auch. Durch die blöde Einstellung vom Streuer bin ich jetzt nicht ganz fertig geworden, so wie ich es eigentlich sein wollte. Das Schöne am Düngen ist, richtig Arbeitsbreite gepaart mit kleiner Fläche heißt schnell fertig. Das ist ganz angenehm. So, wenn dir das Video gefallen hat, lass doch mal ein Like da, abonnier den Kanal, verpasst keine neue Folge. Ich hänge jetzt den Streuer ab und wir sehen uns wieder nächste Woche. Dein Björn. Ciao.